Ort. Abends kommen kaum noch Züge an. Ein Geisterbahnhof ist das geworden, der auch seit heute tagsüber von weniger Zügen angefahren wird. Das trifft bis zu 60.000 Menschen täglich. Darunter Pendler, die keine Alternative haben, die auf die Bahn einfach angewiesen sind. Wie das ist, wenn Arbeitnehmer sich Sorgen machen um ihr Erscheinen am Arbeitsplatz, wir haben dafür ein Beispiel. Wie jeden Morgen in diesem Sommer verlässt Sandrine Rousseau ihre Wohnung in Mannheim Richtung Hauptbahnhof. Die Studentin macht derzeit ein Praktikum in Mainz. Dafür pendelt sie jeden Tag mit dem Zug. Doch genau darüber steht in diesen Tagen ein großes Fragezeichen. Wenn ich derzeit morgens nach Mainz fahren will, weiß ich eigentlich nie, ob ich wirklich ankomme mit dem Chaos, was derzeit ist. Äußerst ärgerlich, denn Sandrine hat sich für die Zeit des Praktikums extra eine Monatskarte gekauft für den IC. Der fährt direkt ohne Halt durch von Mannheim nach Mainz in 40 Minuten. Dass das heute Morgen so wohl nicht klappen würde, meldete ihr bereits ihr Handy. Der Halt Mainz Hauptbahnhof entfällt, stand dort Ersatzhalt Mainz-Bischofsheim. Mainz-Bischofsheim, aber wo das ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also davon habe ich vorher noch nie was gehört. Ich habe mich schon ein bisschen geärgert dann, weil ich nicht wusste, wann ich dann ankommen würde und wie ich nach Mainz komme. Immerhin, Bischofsheim liegt noch gut 10 Kilometer vom Mainzer Hauptbahnhof entfernt. Für diese Strecke sollen die Passagiere in eine Regionalbahn umsteigen. Aber auch das verlief heute nicht ohne Probleme. Die Umsteigezeit äußerst knapp. Dann sind wir natürlich hier in Bischofsheim alle sofort zum anderen Gleis gehetzt. Und hatten dann nochmal Glück, dass der Anschlusszug auch Verspätung hatte, sodass wir den dann noch bekommen haben. Wer nicht so gut zu Fuß ist oder viel Gepäck hat, hatte wohl das Nachsehen. Ankunft in Mainz schließlich nach anderthalb Stunden, 50 Minuten länger als sonst. Darauf muss Sandrine sich zumindest für die nächste Zeit noch einrichten. Wenn ich dann morgen pünktlich kommen will, muss ich eine Stunde früher aufstehen. Und ob ich pünktlich ankomme, weiß ich dann trotzdem nicht. Das liegt dann an den Anschlusszügen und an dem Zug natürlich, ob der jetzt wieder Verspätung hat, weil der irgendwelche anderen Züge vorlässt. Der Mainzer Hauptbahnhof. Wer nicht unbedingt hierher muss wie Sandrine, sollte ihn möglichst erst einmal meiden. Leider gibt es für alle, die nach Mainz fahren müssen oder von dort abfahren wollen, keinen Trost. Die Lage soll schlecht bleiben, bis Ende des Monats mindestens. Inzwischen macht ein böser Spruch die Runde: Mainz ist überall. Soll heißen, es kann auch bei anderen Bahnhöfen in Deutschland zu Problemen kommen. Die Deutsche Bahn hat überall zu wenig Fahrdienstleister, wird gesagt. Und nicht nur das, die Deutsche Bahn hat viele weitere Probleme, nicht nur beim Personal. Jetzt schaut doch mal aus dem Fenster oder so. Die schöne Werbewelt der Bahn. Raus aus dem Stau, rein in die Bahn. Doch die Bahnwirklichkeit sieht mitunter so aus. Zugausfälle im halben Dutzend, Geisterbahnhof Mainz. Ein Verkehrsknotenpunkt lahmgelegt und abgekoppelt, weil im Stellwerk das Personal hinten und vorne fehlt. Und das könnte überall passieren. Mainz ist überall. Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben auch in anderen Bereichen, auch in anderen Berufsgruppen ähnliche schwierige Situationen. Und das ist nicht nur Gewerkschaftsgetöse. Die Bahn hat tatsächlich massive Schwierigkeiten. Beispiel Problemfall Stellwerk. Schon vor Wochen musste der Nachtverkehr auf der Strecke Mainz-Worms eingestellt werden. Auch hier waren Fahrdienstleiter erkrankt. Ersatz Fehlanzeige. Zwickau in Sachsen im Oktober 2012. Zwangspause im Stellwerk, es fehlen Mitarbeiter. Webra in Hessen, monatelanger Betriebsausfall im Stellwerk. Seit über 2 Jahren, so die Bahngewerkschaft, habe man bei jedem Vorstandstreffen auf die Personalnöte hingewiesen, passiert sei nichts. Bis heute fehlen bundesweit in den Stellwerken rund 1000 Fahrdienstleiter und erst jetzt räumt die Bahnspitze das wahre Ausmaß der Probleme ein. Wir haben bundesweit eine angespannte Situation, das ist richtig. Wir haben die Situation aufgenommen und bewertet und wir sind dabei, alle Stellwerke, bei denen wir ähnlich kritische Situationen haben, nach Kräften abzusichern. Nach einer schnellen Lösung klingt das nicht. Und die Stellwerke sind ja nicht die einzige Baustelle. Auch anderswo klemmt's oft bei Personal und Technik. Anfang August. In Wiesbaden steckt ein ICE fest, weil die Ablösung des Lokführers zu spät kommt. Im hessischen Langenselbold kommt es zum ICE-Notstopp. Der Grund: Feuer in einem der Triebköpfe. Hunderte Passagiere müssen stundenlang auf einen Ersatzzug warten. Immer Ärger mit der Bahn. Kaputte Klimaanlagen im Sommer.
Defekte Weichen im Winter. Das S-Bahn-Chaos in Berlin. Viel zu lange, so Kritiker, wurde auf Verschleiß gefahren und kaputt gespart. Hauptsache Gewinne am Jahresende. Die Bahn sollte fit gemacht werden für die Börse. Die Bahn hat in den letzten Jahren sich in der Tat für die Börse fit gemacht. Man hat insbesondere bei der Eisenbahn in Deutschland, bei der Eisenbahninfrastruktur gespart. Man hat immer höhere Gewinne erzielt. Man hat desinvestiert und hat diese Mittel eben in andere Geschäfte außerhalb der Eisenbahn in Deutschland investiert. Und man muss sagen, dass der Börsengang zwar derzeit kein Thema mehr ist, aber dass dieser Traum vom internationalen Logistikkonzern von der DB weiterverfolgt wird und dass diese Strategie eben auch dazu führt, dass die DB Netz weiter sparen muss. Drastisch abgebaut wurde vor allem beim Personal. Beispiel: Stellenabbau im besonders sensiblen Bereich Fahrweg. Hier sank die Zahl der Beschäftigten von beinahe 50.000 im Jahr 2002 auf 41.400 im vorigen Jahr. Ein Personalabbau von 16,4%. Das rächt sich heute. Die Bahn hat bei DB Netz in der Tat erheblich Personal abgebaut. Allerdings ist das aufgrund des technologischen Fortschrittes einerseits richtig und notwendig gewesen. Allerdings hat man eben keine vorausschauende Planung betrieben. Man hätte eben gegensteuern müssen, weil es also offensichtlich ist, dass die Mitarbeiterschaft älter wird, dass Leute in Ruhestand gehen, dass auch der Krankenstand möglicherweise höher wird. Und darauf hätte man sicherlich früher reagieren müssen. Und zwar sicherlich seit 1, 2, 3, 4 Jahren. Und das ist eben unterblieben. Fast 20.000 Bahnbeschäftigte gehen allein in den nächsten 5 Jahren in Rente. Und um den Nachwuchs hat man sich viel zu lange nicht gekümmert. Kein Job wie jeder andere. Das soll nun mit Hochdruck nachgeholt werden, in vielen Fällen wohl zu spät. Gekümmert hat sich die Bahn dagegen um Prestigeprojekte wie Stuttgart 21, umstritten und teuer. Den Pendlern in Mainz hilft das wenig, abgekoppelt bis auf Weiteres. Im Studio ist Klaus-Dieter Hommel, stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Herzlich willkommen bei WISO, Herr Hommel. Schönen guten Abend. In Mainz war bisher, die letzte Woche war nachts der Bahnhof still, jetzt ist er tagsüber auch schon betroffen. Und die Deutsche Bahn hat sich öffentlich gewünscht, dass die Fahrdienstleiter, die in Urlaub sind, zurückkommen mögen und das Problem lösen mögen. Unterstützen Sie das als Gewerkschafter? Nein, die Kolleginnen und Kollegen haben ihren Urlaub verdient. Sie haben über Wochen und Monate in Unterbesetzung gearbeitet. Jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus dem Urlaub zurückzuholen, würde bedeuten, dass wir das Problem lediglich verschieben und die Situation, die wir heute haben, möglicherweise in 1-2 Monaten wieder haben würden. Heute ist etwas bekannt geworden. Wir hatten vor 12 Tagen am 1. August einen beinahe Zusammenstoß von S-Bahnen frontal im Bahnhof Mainz. Die standen sehr knapp voreinander, das war echt knapp. Und heute kam heraus, dass der Gesamtbetriebsrat des Unternehmens hat gesagt, das war schon der Auftakt, als deutlich wurde, Fahrdienstleister sind knapp und angestrengt. Ist das so? Führt das inzwischen zu Unsicherheit im Bahnbetrieb? Nach dem jetzigen Stand der Untersuchung ist dieser Unfall Gott sei Dank nicht durch menschliches Versagen verursacht worden oder dieser beinahe Zusammenstoß, sondern er hat das Problem deutlich gemacht. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dort in Mainz unterbesetzt arbeiten, haben eben schlicht und ergreifend gesagt, so geht das nicht mehr weiter. Und damit ist das Problem letztendlich öffentlich geworden. Dass das Problem öffentlich wird, ist ja gut für Ihre Gewerkschaft und Ihre Kampagnenfähigkeit. Und jetzt konfrontiere ich Sie mit einem Gerücht. Im Grunde sei Mainz ein stiller Streik Ihrer Leute, um deutlich zu machen, es geht so nicht mehr länger weiter. Ist was dran? Es ist schon abenteuerlich, was dem Bahnvorstand alles einfällt, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Es geht hier nicht um einen stillen Streik oder Maßnahmen der Gewerkschaft. Es geht hier um Managementfehler. Man hat in den vergangenen Jahren, und das hat Ihr Beitrag ja auch gezeigt, auf Teufel komm raus Personal gespart, hat die Warnungen der Betriebsräte und der Gewerkschaft in den Wind geschlagen. Und das ist jetzt die Quittung. Irgendwann ist mal Schluss. Sie sind nicht nur hoher Gewerkschaftsfunktionär, Sie sind auch Mitglied im Aufsichtsrat der Bahn. Und da wird über die Zukunft des Unternehmens gesprochen und auch darüber, was mit dem Geld geschieht. Die Bahn hat voriges Jahr 2 Milliarden Euro Gewinn ausgeschüttet. Haben Sie zugestimmt? Wir haben zugestimmt einer Mittelfristplanung, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese Mittelfristplanung auf realen Personalzahlen beruht und müssen jetzt feststellen, dass die Personalplanung geschönt war, dass man nicht ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt hat. Wir würden unter den heutigen Bedingungen nicht mehr zustimmen. Wir fordern in einem Spitzengespräch, was in dieser Woche Mittwoch stattfindet, aufgrund unserer Forderung jetzt eine rückhaltlose Analyse der Situation. Man muss sämtliche Zahlen offenlegen und man muss ein Konzept vorlegen.